was zuletzt in der Geschichte von Horizon Zero Dawn geschah. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Der hat auch gesessen? Nein! Gut. Man muss die Schwachstellen echt der Gegner ausnutzen, ne? Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn hier in dem Re-Let's Play. Ja, ich habe einen Plan. Und zwar, ich habe ja gesehen, wir haben so Fallen. Und 1, 2, 3, 4 Leute sind das. Okay. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen... Vielleicht können wir ja den einen oder anderen in eine Falle locken. Und uns vielleicht so das ein oder andere einfach vereinfachen. Wisst ihr? Ah, jetzt kommt der mir hier in die Quere. Bisschen schneller. Bin mal gespannt. Scheiße. Boah. Du kannst mich nicht gesehen haben. Boah, ey. Boah, ja, genau. Kommt noch mehr. Na, komm. Kommen die auf einmal alle her? Alter, ohne Scheiß. Ja, der ist Gott sei Dank weg. Der ist noch fit. Der braucht drei Pfeile. Meine Fresse, also gut, das mit dem Fallen hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, genau, genau. Wieso treffe ich nicht? Boah, meine Fresse, ey. Es ist schwer, ne? Es ist schwer, wenn wirklich mehr kommen, wenn wirklich mehr auf einmal kommen, dann wird's schwer. Wir brauchen neue Waffen. Schön leise jetzt. Ja,
Toll. Schon wieder hier krepiert. Fast. Meine Fresse, du. Also das ist schon. Das ist schon heftig. Das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, muss ich wirklich sagen. Also, mein lieber Mann. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Vor allem, du hast halt wirklich instant. Du hast wirklich instant keine Heilung, ne? Du hast wirklich instant keine Heilung offen. Wir müssen mehr mit Fallen arbeiten. Wir müssen unser Schlachtfeld einfach vorher vernünftig vorbereiten. Meine Güte. Boah, hallo. Ach, guck mal. Sondereinsatzbefehl. Okay. Okay, einfach normaler Befehl eines Flugkommandos. Oh Gott, Entschuldigung. Schluck auf. Oh. Mehr kann ich nicht tragen. Ach, mehr kann ich nicht tragen. Okay, müssen wir. Wir müssen verkaufen. Ja, gut. Ja, genau. Hier unten waren wir. Das habe ich auch gerade aufgedeckt. Das hier war mal so ein Militärgebäude. Ich würde sagen, ich verkaufe mal ein bisschen Zeug gleich. Und dann gehen wir mal als nächstes. Hier oben zum Tor, hä? Dann gehen wir oben zum Tor. Das machen wir nachher irgendwann mal in einer Erkunden- und Vervollständigen-Folge. Das ganze Zeug hier. Ja, wir reisen dann gleich mal zu... Obwohl, das können wir eigentlich direkt machen. Hier unten verkaufen. Und dann können wir ab hier zu unserer Hauptquest. Bevor wir den kompletten Faden verlieren, würde ich sagen. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, ich mache so eine Art... ja, wo es um storyrelevante Sachen geht, mache ich vielleicht so eine Art, was in der letzten Folge geschah. Irgendwie sowas. Das weiß ich aber wirklich noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht lasse ich das auch einfach so durchlaufen. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Nähe unserer Hauptquest wieder. Also dann, bis gleich. Ja, hallo, und da bin ich auch schon wieder. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus. Ich habe ein neues Outfit von diesem tollen Händler, der dahinter steht. Habe ich ein neues Outfit geholt, das war sogar umsonst. Das gibt uns ein kleines bisschen mehr Trefferschaden und Feuerresistenz. Modifiziert habe ich es ebenfalls mit Feuer- und Verderbnisschutz. Und wir haben einen neuen Bogen, wie man auch sieht. Einen Kaja-Machtbogen, so glaube ich heißt der. Seht ihr, er ist ein bisschen röter, ein bisschen roter, mit Federn dran. Und ja, der hat, kann zusätzlich Feuerschaden ein bisschen höher sein. Warte mal, ich zeige euch das mal. Habe ich bekommen, kleinen Moment. Den hier. Genau. Habe ich ein bisschen in der Handhabung verbessert, im Schaden generell. Und habe den nochmal zusätzlich mit Feuerschaden Aufsatz noch ein bisschen modifiziert. Ich denke mal, wir müssen alles holen, was uns zur Verfügung steht. Und würde sagen, ja, probieren wir das doch mal direkt aus hier bei einer neuen. Das ist ein neuer. In einer verderbten Zone, die eigentlich erst ab Stufe 20 zu machen ist. Langbein.
Ja, ist klar. Konfusionsbeutel. Deaktiviert Schallfernangriffe, löst eine Drucklufteksplosion aus, die im gesamten Bereich Reißschaden verursacht. Deaktiviert die Fähigkeit, Verstärkung zu rufen. Energiezelle. Schockpfeile, Flügel. Deaktiviert den Sturmangriff. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Oh. Gut, das hat nur der gecheckt. Okay, das ist sehr gut. Der Typ da, der darf nicht auf uns aufmerksam werden. Den müssen wir als erstes ausschalten. Ja, genau. Geh da mal ruhig hin, mein Großer. So. Das sind zwei von diesen Viechern. Okay, pass auf, das müssen wir echt diesmal versuchen, ein kleines bisschen normaler zu machen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden musst du echt ein bisschen mehr Zeit in die Planung investieren, ne? So. Das lassen wir mal. Der Lichtschalter ist gefallen. Es regnet. Machen wir auch mal direkt. Was? Ja, es regnet. Ist richtig. War schon cool gemacht eigentlich, ne? Ich will es diesmal wirklich ein bisschen richtig machen. Oh oh. Nein! Das wird nicht so viel gebracht haben. Okay, wir haben zwei starke Schläge geballert. Schnell hin. Wow, 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 wow. Direkt noch ein, komm. So, direkt ordentlich Schaden austeilen. Komm, noch ein. Ja, sehr gut.
Oh, Mist, verdammt. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war scheiße. Gut, der fackelt ab. Ach du Scheiße. Voll daneben. Wir sind kurz vorm Sterben, ne? Boah, was? Ja, nice, den ersten haben wir. Ja, dass da zwei Leute auf einmal kamen, das war ein bisschen blöd. Aber ansonsten hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ansonsten hat das eigentlich wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Boah. Lieber Schulli, ey. Das war heftig gerade. Das war, aber du musst planen. Du musst einen vernünftigen. Du musst dir deine Fluchtwege absichern. Du musst dir echt deine Fluchtwege absichern, damit du da. Sieht gut aus. Damit du überhaupt irgendwie eine Chance hast. Damit du überhaupt irgendwie eine Chance hast. Gegen diese größeren Viecher. Das nehme ich lieber mit. Ein altes Armband. Habe ich übrigens verkauft. So. Wunderbar, haben wir fertig gemacht. Boah, Alter. Gut, und jetzt gehen wir dahin. Auf dem Weg machen wir das und dann machen wir das. Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Plan. Direkt heilen. Wir müssen hier rum. Okay. Liegt doch noch ein bisschen was. Okay. Die sehe ich auf 5 Kilometer Entfernung, die roten Pflanzen. Was sind jetzt schon wieder? Tschüss. Ich habe nichts mit euch zu tun. Alter. Oh. Ja, ja. So. Eieieiei. Das ist schon krass. Tagturm. Was? Hier ist irgendwo ein Panorama. Da.
Also gehen wir da auch hin. Dann haben wir das nämlich auch direkt auf dem Weg abgearbeitet. Ein Panorama. Noch mehr Ruinen, noch mehr Geschichten. Hier. Und wo? Abuka Shitstorm, Purtag 8. Verdammte Scheiße. Dieser defekte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ach, und ich war so ein Arschloch. Tja. Guck mal, das sah mal so aus. Tja, das war's mal. Das ist aber mittlerweile Vergangenheit. Was? Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Was? Nee, komm, das mache ich doch nicht. Ich folge der Hauptquest jetzt. Das machen wir später. Wenn wir vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, um uns irgendwie zu wehren. Ja. Oh, kleinen Moment. Mach das kurz weg. So. Ach, hier oben regnet es. Anstatt zu schneien. Na, ganz toll. Boah. Das aussieht, ne? Ich muss immer wieder über diese grafische und inszenatorische Pracht dieses Spiels staunen. Immer wieder. Guck mal, die hat Spikes unter den Schuhen. Guck mal. Geräusche. Wurde das Kaja-Fort angegriffen? Ein Verderber. Ein Verderber. Nice. Haben wir gepackt. Direkt nochmal 3 Pfeile sortiert und dann... Schnee. Und dann hier draußen wird es nicht wärmer. Ja, ja. Weg, Mädchen! Die Maschinen sind gefährlich! Ja, ja. Ich bin auch gefährlich. So, wir schützen uns mal ein bisschen. Und jetzt lenken wir mal die Aufmerksamkeit auf uns. Toll, das hat sehr viel gebracht. Boah, Alter, was? Toll, scheiße. Oh,
Oh ja, genau, scheiße. Lauf! Das juckt ihn gar nicht, Alter. Oh, was? Boah, in der Luft abgefangen, die Sau. Oh, voll daneben, so ein Mist. Das werden wir nicht schaffen. Ja, genau, ich bin ausgewichen, finde ich sehr gut. Ach, du Scheiße. Oh, sag mal. Der muss weg. Ja, Leute. Ja, genau. Finde ich super. Oh, ja, genau. Ich werde es nicht schaffen. Oh, nice. Wir haben es geschafft. Boah, leckt mich am Arsch. Oh, wir haben es überlebt. Irgendwie. Ach du Scheiße. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Oh mein Gott. Boah, Abriss, leck mich am Arsch, ey. Alter. Boah, das war knapp. Das war. Oh mein Gott, war das knapp? Mädchen, komm her! Boah. Junge, Junge, Junge. Wir sind kurz vorm Sterben. Mädchen, komm näher! Ja, ja. Ich muss mich erstmal hier heilen. Ein bisschen sammeln. Stein. Medizin. Nochmal Medizin. Da ist nochmal Medizin. Da oben ist auch nochmal Medizin. Das ist sehr gut. Wir können uns gerade ein bisschen aufpäppeln hier. Oh ja, das fühlt sich schon viel, viel besser an. Das fühlt sich schon viel, viel besser an. So, jetzt können wir weitermachen. Junge, Junge. Oh je, wie wird das im späteren Verlauf erst? So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Signal, nach Westen, Türme. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Ja. Dank mir. Und hol nicht nur mich! Okay, wir haben Fähigkeitspunkte. 3 Stück. Hmm.
Das ist auch cool eigentlich, ne? Mehr Rohstoffe beim... ich bräuchte halt eigentlich Zeug, dass ich mehr Medizin sammeln kann. Und keine andere... Das ist eigentlich auch gut. Dann haben wir immer eine Reitmaschine. Längere Konzentration wäre eigentlich auch gut. Machen wir auch. Dann haben wir länger Zeit, um zu zielen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die Stadt der Sonne. Schnee, Sonne, wo ist da der Unterschied? Naja, das eine ist warm, das andere ist kalt, ne? Ah. Sehr gut. Ärger. Mehr gibt es nicht im Banu-Clan. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banu-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Handelsroute? Handelsroute. Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber... Es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das geht mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Und vor allem sicherer wahrscheinlich. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Ja, okay. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Auf in die eisige Wildnis. Und das wird dann sehr wahrscheinlich, hier. Das ist dann die Erweiterung Frozen Wilds. Aber da ich gelesen habe, dass man dieses Gebiet besser nur in Angriff nehmen sollte, wenn man irgendwo, ja, wenn man im besten Fall schon etwas stärker ist und besser ausgerüstet, weil die Maschinen dort, die sollen doch schon sehr, sehr heftig sein. Und vom Schwierigkeitsgrad her, gerade jetzt, wir haben gegen einen Verderber, haben wir gerade auf die Fresse bekommen. Mit Glück haben wir das überlebt. Mit Glück. Wir brauchen definitiv bessere Ausrüstung, bessere Waffen, bessere Rohstoffe. Wir brauchen mehr Tränke. Wir müssen vielleicht auch unserem Kampfstil, unseren Jagdstil nach Maschinen müssen wir, denke ich mal, auch ein bisschen umändern, weil ich glaube, ich mache gerade einiges falsch in der Jagd. Die Waren zu fairen Preisen. Gut. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Muss ich dahin? Nee, das ist die neue Quest. Warte mal. Hauptquest. Stadt der Sonne. Da muss ich eigentlich hin. Und wo ist die?
Ach, hier hinten. Ach du Scheiße. Gut. Reden wir erstmal mit dem Typen da. Sondern lebensnotwendige Dinge. Ah, das ist der Hauptmann. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Erstmal Weg nach Meridian. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. So wie immer. Was ist der Tagturm? Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Das ist auch richtig so. Irgendwer muss ja die Linie fahren. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja... Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Okay. Meridian. Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Ein Denkmal, das ist gut. Was ist mit dem König? Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avad, nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Definitiv, einen Frieden zu erhalten, ist immer schwerer. Ist immer schwerer, als einfach einen Krieg vom Zaun zu brechen, nur weil irgendwem was nicht passt. Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Avad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Im Suff wahrscheinlich. Zurück. Erstmal übers Sonnenreich. Ach, haben wir schon. Alles klar. Olen, ob der den kennt? Ist ein Oseram namens Olen hier gewesen? 2 Mal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olen jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Dann werden wir den da vielleicht auch finden. Was ist das für ein Gefallen, den du auf den Herzen hast? Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr.
Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lag hier, befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Und das soll ich machen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Valid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Ja, komm. Gucken wir einfach mal nach. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Valid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Überzeugend, versprochen. Hat er Glück gehabt. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Ja. Dann würde ich aber sagen, stellen wir uns mal gerade hier hinten hin, hä? Und ich denke mal, so können wir im seichten Lichte des verdeckten Mondes werden wir diese Folge jetzt beenden. Diesmal ist es wirklich, ja, eigentlich so stelle ich mir das vor. So 35 bis 40 Minuten, das ist in Ordnung. Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge... Ich hole mir noch Frostbeulen. Genau, in der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir wahrscheinlich... Das machen wir nicht. Das ist die eisige Wildnis. Aufträge. Im Land der Fremden. Das ist das mit dem verlorenen Dorf. Karte. Da. Das werden wir uns mal anschauen. Und dann werden wir, wenn noch Zeit ist, werden wir uns auf jeden Fall das Ding hier auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Und ja, mal schauen, was wir denn noch machen. Das lasse ich offen. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und so viel, bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss. Ich wünschte, ich könnte jeden Tag.